Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Tipps und Tricks Video. In diesem Video möchte ich euch drei extrem starke Waffenkombinationen vorstellen. Vorab möchte ich natürlich betonen, dass es hier und da natürlich reine Geschmackssache ist. Nicht jeder wird meiner Meinung sein. Deswegen vorab schon mal der Shoutout. Lasst euch in den Kommentaren aus, was eure Lieblingswaffenkombis sind. Würde ich mich sehr drüber freuen. Die erste wäre auf jeden Fall meine Lieblingskombination. Die zweite ist eine Kombi aus zwei extrem starken Waffen, wo eine noch immer einen fetten Nerf verdient hat. Und die dritte ist eine Kombi, die sehr, sehr gut auf Lowbar zugeschnitten ist, denn mit ihr ist es innerhalb von Minuten ein leichtes, die wichtigsten Hop-Ups zu finden, die diese Kombination überhaupt so extrem stark machen. Und ich habe für alle R99-Junkies mal ein kleines Slow-Motion-Video vorbereitet, wo ich die Flatline und die 99 im Vergleich zeitgleich abfeuere und ihr werdet überrascht sein, was die Time to Kill sagt. Die meisten von euch werden wahrscheinlich denken, dass die 99 ja locker gewinnt. Ist absolut nicht so, denn beide Waffen haben die identische Time to Kill und das ist der absolute Wahnsinn. Darauf gehe ich aber später etwas genauer ein. Ich wünsche euch jetzt schon mal viel Spaß bei dem Video. Lasst dem Video einen Daumen nach oben da, ein Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends nichts verpassen wollt. Viel Spaß jetzt. Ich starte mit meiner Lieblingswaffenkombination und zwar ist das die Flatline und die G7. Vorab, eine schwere Waffe finde ich fast immer Pflicht, denn trefft ihr einen Gegner mit einer schweren Waffe, verlangsamt es den Gegner und er kann nicht so schnell flüchten. Und ich glaube, nur bei Gibraltar und bei Caustic ist es so, dass die nicht verlangsamt werden, weil sie so eine große Hitbox haben oder das so ein bisschen ausgeglichen. Dennoch, G7 und Flatline kommen ohne Probleme, ohne Hop-Ups aus. Man braucht nicht zwingend, zumindest für, ich sag mal, normale Distanzen, so wie ich jetzt hier ungefähr stehe, ist es relativ simpel, die Gegner wegzurotzen. Man braucht nicht unbedingt ein Visier. Man braucht auch nicht unbedingt ein erweitertes Magazin. Man kann trotzdem ohne Probleme einen Gegner wenigstens wegrotzen. Wenn das Aim mal nicht passt, ist es natürlich von Vorteil, wenn man ein erweitertes Magazin hat. Aber ansonsten, die wichtigsten Aufsätze wären überhaupt, wenn dann bei beiden Waffen, die erweiterten Magazine, eben um Fehlschüsse auch mal zu verzeihen. Und gerade die Standard-Rotpunktvisiere finde ich eigentlich sehr, sehr geil. Achso, das war jetzt die G7. Ich finde, mit dem Standardvisier kann man so einfach mit der G7 die Gegner wegrotzen. Und naja, mit einem lila Mac schießt man halt zwei, dreimal daneben und hat den Gegner trotzdem ohne Probleme. Natürlich wehren sich die Gegner jetzt hier auf der Firing Range nicht. Ich bevorzuge zum Beispiel auf diese Distanz, und das finde ich ebenso gut, man sollte immer eine Waffe dabei haben, mit der man auf diese Distanzen ungefähr gut umgehen kann. Und unbedingt auch eine Waffe für den Nahkampf, deswegen da unter anderem auch die Flatline. Aber hier dieses lila Visier macht die G7 absolut stark auf diese Distanzen. Alles, was höher als diese Distanz ist, wird auf jeden Fall schon schwierig. Wenn man damit einer Sniper gut umgehen kann, kann man natürlich auch die G7 mit einer Sniperwaffe tauschen. Ansonsten ist die Flatline eigentlich einer der stärksten Waffen überhaupt. Und ich möchte euch jetzt mal die Slow Motion zeigen, von der ich am Anfang gesprochen habe, die eindrucksvoll beweist, dass die R99 vielleicht doch ein bisschen überbewertet ist. Das soll aber kein Hate gegen die 99 sein. Ich mag die Waffe einfach nicht so. Ich zeige euch jetzt einfach mal die Slow Motion und bin dann auf eure Meinung auf jeden Fall gespannt. Ich zeige euch jetzt links die Flatline, rechts die 99. Nach der Slow Motion sage ich euch kurz die Vor- und die Nachteile so ein bisschen. Und wir fangen direkt mal an und ich spiele diese Slow Motion mal ab. So, jetzt mache ich hier Pause. Ihr seht, der Gegner hat dieselbe Animation. Beide Gegner sind quasi zeitgleich draufgegangen. Ich spule hier nochmal ein Stück zurück, damit ihr auch seht, dass ich das so geschnitten habe, dass beide Waffen zumindest den ersten Hit zeitgleich landen und der Rest passiert dann von alleine. Das seht ihr. Was interessant ist, ist der Bereich. Hier ist die 99 schneller auf einem höheren Schaden, aber der finale Schuss zum Töten eines Gegners, wenn wir jetzt mal davon absehen, dass ein Gegner jetzt nicht gerade ein vollgeladenes Evo-Shield hat, könnte vielleicht minimal, aber wirklich nicht mal spürbar, die 99 den Gegner sonst schneller runterrotzen, aber das ist nichts, was spürbar ist. So ehrlich müssen wir einfach mal sein. Das sollte normalerweise eindrucksvoll beweisen, dass die Time to Kill bei beiden Waffen absolut identisch ist. Die Vorteile natürlich bei der 99, du hast ein höheres Movement, du kannst schneller dich von links nach rechts bewegen, während du auf den Gegner rotzt. Großer Nachteil ist natürlich, du brauchst
finde ich, ein vernünftiges erweitertes Magazin. Mindestens Stufe Blau, wenn nicht sogar Lila. Weil Fehlschüsse werden hier nicht verziehen. Wenn du da mal einen Gegner nicht triffst, musst du nachladen. Du lädst mit einer leichten Waffe zwar ein bisschen schneller nach, aber auch nicht extrem spürbarer. Der Vorteil bei der Flatline ist aber einfach A, dass es einfach mal eine identische Time to Kill ist, aber du verlangsamst die Gegner mit schwerer Munition. Vor allen Dingen ist die Waffe meiner Meinung nach präziser und die Waffe feuert nicht so schnell, deswegen ist sie auch deutlich leichter zu handeln. Das jetzt einfach mal am Rande, um euch zu zeigen, warum ich die 99 jetzt einfach nicht so stark finde, wie es viele immer sagen, auch wenn sie natürlich sehr, sehr viel Spaß macht, keine Frage. Kommen wir zur zweiten Waffenkombination, die mit Sicherheit nicht jedem gefallen wird. A, die Havoc, immer noch viel zu stark. Ich weiß, viele sind der Meinung wie ich, sie muss unbedingt noch genervt werden. Der Rückstoß wurde erhöht in Season 5 und die ersten zwei Kugeln haben einen erhöhten Rückstoß. Ist aber absolut easy entgegenzuwirken, gerade im Nahkampf. Auf mittlere Distanz, bin ich ganz ehrlich, komme ich mit der Waffe überhaupt nicht mehr so gut klar. Und auch die Mastiff ist nicht jeder Freund von, dass die Mastiff 1:1 mit der Friedensstifter getauscht wurde. Ich mag die Mastiff aber sehr. A, finde ich dieses Visier sehr, sehr geil, um die Gegner gut zu treffen. Und B, warum vielleicht viele die Mastiff nicht mögen, wenn sie aus der Hüfte schießen und sich wundern, warum die Hits nicht so gut connecten. Es gibt einen Grund, warum ihr die Mastiff wahrscheinlich scheiße findet, denn ihr macht einen Handhabungsfehler. Zeige ich euch gleich und dann werdet ihr sehen, die Mastiff ist doch ganz schön frech. Ich möchte jetzt ungern auf diese Distanz hier die Havoc vorführen, weil ich da einfach zu schlecht mit bin. Da kann ich den Rückstoß nicht kontrollieren. Es gibt aber viele, die das können. Aber die Waffe und auch die Kombination macht Spaß für den Nahkampf. Das ist wirklich eine Kombination für extremen Nahkampf. Für alle, die die Havoc gut kontrollieren können. Natürlich auch auf höhere Distanz. Aber ich ziele schon mal ein bisschen weiter unten, weil der Rückstoß sehr hoch ist. Okay, was für ein Zufall. Jetzt klappt es gerade. Vielleicht downst du auf diese Distanz auch noch einen gehitteten Gegner. Auch nicht jeder Gegner ist ja gleich mit dem lila Körperschild ausgerüstet. Aber ich glaube, das ist so die Distanz, wo bei mir vorbei ist. Da bin ich froh, wenn ich überhaupt irgendwas treffe. Hab den Gegner gerade so downen können. Eindrucksvoll bewiesen, dass ich mit der Waffe nicht so gut bin. Aber die Waffe, um dem Rückstoß entgegenzuwirken, schießt einfach, wenn wir jetzt mal von der Distanz ausgehen, schießt so Richtung Knie oder Eier und dann drückt ihr einfach ein Stück weiter nach unten und danach nur noch ganz leicht nach unten. Es ist so simpel, den Gegner runterzurotzen. Und auch im Nahkampf ein bisschen nach unten für die ersten beiden Schüsse, aber nur minimal, trainiert das auf der Firing Range. Das ist absolut simpel, diese Waffe auf dem Gegner zu halten. Auf die Distanz war es jetzt schon wieder ein bisschen schwieriger, aber die Waffe braucht Nerf, das ist Fakt, da bin ich mir sicher, dass ihr da auf meiner Seite seid. Die Mastiff, ich mag sie, wer gerne eine Shotgun spielt, macht vielleicht einen entscheidenden Fehler und wundert sich, warum in diesem Nahkampf die Schüsse nicht richtig sitzen und wir so viele Schuss brauchen. Und ich zeige euch warum. Passt mal auf, ich schieße jetzt genau hier auf den Körper aus der Hüfte, zack, und jetzt dasselbe nochmal anvisiert. Unterschied festgestellt, ihr müsst mit dieser Waffe zielen, nicht aus der Hüfte schießen, ganz, ganz wichtig. Das macht so einen extremen Unterschied und jetzt gehe ich mal noch ein Stückchen näher. Zack, 104 aus der Hüfte. Naja, okay, von der Entfernung kann man jetzt nicht so viel falsch machen. Aber hier dürfte es schon funktionieren. 78 zu 104, das kann ein gedownter Gegner sein. Also, die Mastiff im Nahkampf ein absolutes Biest, wenn ihr denn anvisiert. Das ist die Waffenkombination dazu. Kommen wir zur letzten Waffenkombination in Verbindung mit Loba. Auch ohne Loba wäre das normalerweise mein absoluter Favorit. Aber es geht um die Prowler und um die G7. Aber, und das ist das, warum ich sage in Verbindung mit Loba, es ist nicht immer einfach, wenn du die Prowler gefunden hast, auch den Feuer Receiving Mod zu finden oder vielleicht Nila Mac. Das sind die zwei wichtigsten Aufsätze überhaupt für diese Waffe, die diese Waffe überhaupt zu dem größten Beast in Apex Legends überhaupt machen. Das ist meine Meinung. Wenn ich sie perfekt ausgerüstet habe, ist die Prowler die geilste Waffe im Spiel. Ich würde sie nur nicht auf Platz 1 als Apex Legends All-Time Best Weapon küren, weil es eben nicht so einfach ist, diese Waffe in der perfekten Kombination zu finden. Und deswegen sage ich bewusst,
mit Low-Bar, perfekt. Hast du die Pro-Law, bist irgendwo in der Nähe von einem Hotspot, möchtest aber nicht looten, weil vielleicht Gegner in der Nähe sind, dann haust du hier diesen Ulti raus. Wie gesagt, du hast die Pro-Law oder hast vielleicht nur den Mod. Dann zappst du hier durch, guckst du, ob du die Pro-Law findest oder eben den Mod. Selbst eben durch, natürlich ist die Liste dann deutlich kürzer, weil so viel Loot liegt dann da nicht. Dann findest du hier den Fire Receiving Mod, hast du vielleicht eins von beiden schon oder beides. Dann holst du dir unbedingt noch ein erweitertes Magazin und dann bist du safe. Und genau deswegen sage ich, die Kombination mit Loba ist sowas von geil. Ich finde, wenn eine Loba im Squad ist, ist das immer absolut geil. Deswegen spiele ich Loba auch so absolut gerne. A, weil du den Loot durch die Wände siehst, du kannst relativ simpel in unter 5 Minuten dein Squad fast perfekt ausrüsten. Und deswegen finde ich, also man hat festgestellt jetzt, knapp 2 Wochen Season 5 sind rum, es gibt nicht mehr so viele Loba-Spieler, weil eben der Teleport, er braucht A sehr lange, bis es landet, es dauert eine Weile, bis die Waffe bereit ist, darum geht's auch nicht. Jetzt gehen wir einfach mal auf die Waffe ein, zieht euch einfach mal, Moment, der Gegner ist ein bisschen angehittet, hier geht's mir wirklich um den extremen Nahkampf mit der Waffe. Die Waffe ist extrem easy zu handeln, auch Fehlschüsse werden hier verziehen, wenn ich hier mal gerade nicht so treffe und hart raus sind. Die finalen Schüsse sitzen dann normalerweise fast immer, das war jetzt bewusst dumm angestellt, aber zieht euch einfach die Time to Kill rein. Das ist absolut krank. Und wenn ihr mal nicht mehr genug Munition habt, dann wechselt ihr vielleicht noch schnell auf die G7. Die G7, die habe ich eigentlich am liebsten mitunter dabei. Wer die G7 nicht mag, kann sie auch gegen eine andere Waffe austauschen. Hier geht es mir hauptsächlich wirklich um die Pro-Law und um Loba in Kombination, dass man sie so perfekt findet. Und vor allem finde ich dieses Rotpunktvisier fast schon am besten. Ich treffe die Gegner mit diesem Visier fast besser als mit diesem goldenen Tracker-Visier. Wer damit besser klarkommt, mit Loba natürlich auch. Relativ simpel, dieses Tracker-Visier zu finden. Und dann siehst du ja sowieso die Gegner schon durch die Wand. Ich finde, mit diesem Visier reißt die Waffe ein bisschen weiter nach rechts ab einem bestimmten Punkt. Deswegen spiele ich lieber das Standard-Rotpunkt-Visier. Ist zumindest meine Meinung. Und das ist eigentlich die geilste Waffenkombination überhaupt. Nur eben dann nicht, wenn man eben Schwierigkeiten hat, die Hop-Ups zu finden. Das soll es von meinem Waffenguide oder die besten Waffenkombinationen überhaupt in Apex Legends gewesen sein. Ich betone nochmal, es muss nicht jeder meiner Meinung sein. Das ist auch völlig in Ordnung. Geschmäcker sind verschieden. Lasst trotzdem gerne den Video einen Daumen nach oben da. Ein Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends nichts verpassen wollt. Ich wünsche euch jetzt eine absolut geile Woche. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.